Was sind meine Angebote? Hier sind die Top-Angebote von Amazon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um einen neuen Tipp für den Amazon Echo. Es geht um eine freigeschaltete Funktion, die ich persönlich vor kurzem entdeckt habe. Es geht darum, dass der Amazon Echo euch helfen kann, online, zumindest was Amazon angeht, versteckte Schnäppchen zu finden. Ein echt nützliches Feature, gerade wenn ihr öfter mal online einkauft. Super interessant, wie das Ganze funktioniert. Das gucken wir uns gleich einmal an. Wie immer würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn ihr weitere Videothemen habt, wenn ihr mir alles gerne in die Kommentare schreibt. Ich versuche alles zu recherchieren für euch und dementsprechend alles euch hier auf YouTube zu präsentieren. Gerne, wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben und dann versuche ich für euch alles umzusetzen. Der Amazon Echo wird immer nützlicher, gerade die Displays haben in den letzten Wochen wieder viele neue Sonderfunktionen gekriegt. Eine ist insbesondere mir aufgefallen, ich bin mir nicht ganz sicher, weil Amazon hat es nie großartig publiziert, wann diese Funktion tatsächlich freigeschaltet worden ist, aber es ist tatsächlich eine der nützlichsten Funktionen, wie ich finde, und das ist der sogenannte Deal Finder. Der Deal Finder ermöglicht es euch, online versteckte Deals bei Amazon zu finden, die man sonst wirklich nur mit akribischster Recherche auf der Plattform selber entdecken würde. Und dafür gibt es einen ganz simplen Sprachbefehl, wie ihr diese Funktion nutzt. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Was sind meine Angebote? Hier sind die Top-Angebote von Amazon. Der erste Artikel ist Puma Sneakers Socken 10 Paar Pack Unisex, Anthracite, Größe 39 bis 42. Der Preis beträgt 14,99 € nach 6 Euro Ersparnis. Ich fände es beispielsweise noch praktisch, wenn Amazon jetzt hier noch die persönlichen Präferenzen einpflegen würde. So würden sicherlich bei mir die ein oder anderen Smart Home Gadgets noch in meinen Deals des Tages mit dabei sein. Aber ihr wisst ja, ich liefere euch auch mehrfach die Woche alle Deals, die für euch relevant sind zum Thema Smart Home und Technik. Von daher können wir auch auf diese Funktion noch ganz gut verzichten. Ein kleiner Tipp, damit diese Funktion auch wirklich bei euch funktioniert, müsst ihr den Spracheinkauf aktiviert haben auf eurem Amazon Echo. Das Ganze könnt ihr über die Amazon Echo App tätigen, ganz einfach unter die Einstellungen gehen und dann, genau wie ich euch das hier zeige, einmal in den Kontoeinstellungen den Spracheinkauf aktivieren und schon könnt ihr die Funktion, falls das gerade eben nicht funktioniert hat, nutzen. Ihr habt es gesehen, sehr, sehr nützlich, super praktisch und ich persönlich nutze die Funktion jetzt schon mehrfach im Monat. Muss ganz ehrlich sagen, das ist echt ein guter Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf alle weiteren Funktionen, die hier reinkommen beim Amazon Echo. Kanntet ihr diese Funktion schon? Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Genauso natürlich nochmal die Bitte an euch, wenn ihr weitere Wünsche habt, alles gerne in die Kommentare schreiben und ich versuche zu all euren Themen ein Video rauszubringen. Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.